Und doch noch einmal herzlich willkommen zurück bei God of War auf Herausforderung bzw. auch schwer auf der PlayStation 4. Ich bin von der Gameplays als Hobby und als ich das Spiel zu Ende gespielt habe, habe ich im PlayStation Menü gesehen bei den Trophäen, mir fehlt nur noch eine einzige Trophäe. Dann habe ich alle und bekomme dadurch auch die Platin-Trophäe und das hatte ich gedacht, das nehme ich noch auf, das will ich noch machen, damit habe ich es vollständig. Jetzt wollte ich hier, weil es jetzt Wintereinbruch ist, wollte ich gucken, ob hier bei der Brücke, ob jetzt diese Ranken da weg sind und ich da entlang kann. Da gehe ich hinten. Also, ne? Da hinten. Aber die Ranken sind noch da. Toll. Also hatte ich gedacht, komm, läufst mal hier durch und guckst mal, ob hier noch was zu finden ist. Dann war ich hier. Und vielleicht hört ihr es auch. Ganz leise. Dann bin ich näher gegangen. Und tatsächlich, ich habe ihn gefunden. Den letzten Raben. Den haben wir auch platt. Da haben wir 52 statt 51. Oh, jetzt haben wir 42 von 43. Fehlt immer noch eine. Okay. Der ist bestimmt noch hier irgendwo und ist jetzt erst vielleicht zu sehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich wollte euch nur mal sagen. Also, ich wollte es euch nur mal zeigen. Und ich guck mal, ob ich hier einfach nur auf Pause drücken kann mit der Aufnahme. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Nee, kann nur beenden. Da muss ich mal so zusammenschneiden, das ist blöd. Okay, dann beende ich hier wieder und dann sehen wir uns nämlich gleich wieder. Und zwar in Muspelheim. Die letzte PlayStation-Trophäe kriege ich in Muspelheim. Und zwar die Valkyrie, die wir da besiegt hatten. Ganz oben am Gipfel. Nachdem wir die besiegt hatten, kam ein Feuerschwert zum Vorschein. Und ich Trottel bin einfach dran vorbeigelaufen. Und bin da einfach raus aus Muspelheim, weil ich ja dann die letzte Valkyrie damit besiegt hatte, um die Königin zu rufen. Dann wollte ich erstmal unbedingt zur Königin. Und an das Feuerschwert habe ich nicht mehr gedacht. Und das ist die letzte Prüfung, die ich in Muspelheim noch machen muss, um die Trophäe zu kriegen. Und um dann noch die Platin-Trophäe zu bekommen. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich in Muspelheim bin und auf Wiedersehen. Oder ich gucke nochmal schnell, ob ich noch den letzten Raben finde. Mal gucken. Auf Wiedersehen. Und da bin ich wieder. Ich bin hier, wo ich das Einzige, wo noch rechts steht, unentdeckt. Uns fehlt ja noch ein Rabe und das konnte nur hier sein, weil wie ich hier jetzt drumherum alles geguckt hatte, ich habe überall 100%. Bis auf See der Neuen, da habe ich nur 96, aber das Einzige, was uns da fehlt, ist kein Rabe, sondern ein mystisches Tor. Das heißt, es kann nur noch hier gewesen sein, wo der letzte Rabe so gesehen zu finden ist und ich bin hier bei der verborgenen Kammer, wo die Valkyrie war. Und siehe da, der Schatten. Zeigt einen fliegenden Vogel. Und jetzt gucken wir da oben hinten, da ist er. Ganz still und heimlich. Der macht kein Geräusch, man hört kein Geklitzer oder sonst was, was die eben an Töne machen. Das ist echt mies. Hab dich. So. 100% Odins Rahmen erledigt 1 von 1. Midgard zusammenfassend 99%, ein mystisches Tor fehlt uns noch. So. Da werde ich jetzt einfach nochmal hier komplett alle Tore abklappern, die ich hier zu sehen habe. Aber eigentlich wäre das natürlich Blödsinn, weil solange ich die ja schon sehe, habe ich die ja schon aktiviert. Aber ich werde jetzt überall nochmal hinfahren und schauen, ob da noch ein Tor ist, was ich halt eben noch nicht aktiviert hatte. Das werde ich natürlich aber auch nicht aufnehmen. Das wäre für euch ja auch nur viel zu langweilig. Also sage ich nochmal Tschüss und bis gleich. Wenn ich es gefunden habe, nehme ich es nochmal kurz auf, aber dann ist es ja schon aktiviert, aber dann kann ich euch zumindest zeigen, guckt mal, 100%. Okay, also, bis gleich und tschüss.
Hallihallo und zurück. Ich habe das Tor gefunden. Ist aber auch ärgerlich. So, ich gehe nochmal hier hoch, damit er auch weiß, wo ich bin. Hier bin ich. Wir sind auf der Todesinsel. Komisch, hier steht Abschluss 100%. Das finde ich eigenartig. Okay. Ich habe nicht gesehen, dass man hier, wenn das Wasser runtergegangen ist, runter kann. Und da ist das Tor. Das Einzige, was ich mir gedacht hatte, hier in dieser ganzen Ecke gibt es kein, und plus diesen Turm übrigens, gibt es kein Portal. Ansonsten hat jeder Turm und jede Ecke ein Portal. Nur hier hinten diese Ecke nicht. Also habe ich mich hier mal auf die Suche begangen und tatsächlich hier ist es. 100% abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Okay, ja, kann ich eigentlich doch gleich das Portal benutzen und ab nach Muspelheim. So, ich lasse jetzt die Aufnahme am besten einfach mal laufen. Geil! Das letzte Mal, wo ich ein Spiel zu 100% durchgeschafft hatte, das war bei Tomb Raider 2013 und Rise of the Tomb Raider 2015. Jetzt kann ich auch God of War 2018 dazu zählen. Hammer! Jetzt bin ich echt noch auf die Prüfung gespannt. Oh, guck mal, die können reden. Wie war eure Reise nach Jötunheim? Lässt du sie vielleicht mal in Ruhe? Der Kleine hat erfahren, dass er ein Riese ist. Da will er sicher nicht ausgefragt werden. Ja, du wusstest? Oh, wir wussten, dass Faye die letzte Hüterin der Jötnar in Midgard war. Darum machten wir ihr die Axt. Um die Machtverhältnisse auszugleichen. Nachdem Thor mit unserem Hammer herumgewütet hatte. Am Ende wählte sie offenbar einen anderen Weg. Sie wählte, naja, dich, euch beide. Sie hat sich wohl gedacht, dass das die beste Überlebenschance für die Riesen sei. Und jetzt, schätze ich, hängt alles von dir an. Na sowas! Ein junger Jötun mitten unter uns? Und der Sohn von Laufey, der Gerechten! Wieso habe ich das nicht erkannt? Okay. Rüsten wir dich aus. Siehst du, doch ganz gut, dass ich hier immer noch... Dass ich hier jetzt immer noch Dings, na, wie soll ich sagen... Aufnehme. So, jetzt habe ich's. Hey, es wird schließlich niemand gezwungen. Sonst hättet ihr das jetzt auch nicht mitbekommen. Okay, ab nach Muspelheim. Und dann könnte ich sogar vielleicht meine Rüstung noch komplett verbessern. Und wie gesagt, hier gibt es noch so viele Welten um mich herum gerade. Gerade nochmal zählen, wie viele wir nicht betreten können. 1, 2, 3, 4. 4 Welten, die wir nicht betreten können. Das kann ja wohl nicht sein. Also ich... Anscheinend gibt es mit Sicherheit zwei DLCs dem irgendwann, nehme ich mal an. Die oberen zwei und die unteren zwei Welten werden dann jeweils geöffnet, nehme ich mal an. Und gegen Thor müssen wir wohl auch noch kämpfen, das haben wir beim Abspann gesehen. Und zu allerletzt logischerweise Odin in Asgard. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich hatte nie das Vergnügen. Laufey war ein Gerücht in Asgards Hallen. Eine Kriegerin der Riesen, die viele Pläne der Asen durchkreuzt hat. Sie befreite ihre Sklaven, ernährte, wen sie hungern lassen wollten. Sie ist ihnen in nobelster Absicht auf die Füße getreten. Thor war schrecklich frustriert, dass er sie nie stellen konnte. Als meine Gefangenschaft begann, fragte ich mich, was aus ihr geworden ist und wer sie wirklich sein würde. Dein Stammbaum ist recht einzigartig.
Laufey die Gerechte. Meine Mutter war also Laufey die Gerechte. Sie hat sich wirklich für die Menschen eingesetzt, bevor sie mich bekam. Sogar in Asgard kannte man sie. Ich bin so stolz auf sie. Cool, wir erfahren jetzt immer noch Sachen. Obwohl ich das Spiel schon durch habe. Geil. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir doch noch ein bisschen was erfahren hier. Hier lang. Das spart uns Zeit. Jupp, mach mal. So, Arena 6. Arena 5, ja, geht dann wohl nur die 6. Okay, wir sind ganz oben. Und an diesem Schwert bin ich stumm vorbeigelaufen. Um die Dingskönigin zu, herauszufordern. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Okay. Versuchen wir es mal. Mal schauen, was kommt. Jetzt will ich wissen, ob wir bereit für die schwerste Prüfung sind. Beweisen Sie sich. Benötigte Schlüssel 0 von 3. Drücken Sie Kreis zum Ablehnen, drücken Sie Dreieck, um sich aufzuwärmen. Hä? Sutris verborgene Prüfung. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Ach. Was für Schlüssel? Wollt ihr mich verarschen? Boah, guck mal. Okay. Was denn bitteschön für Schlüssel? Wie sehen die Schlüssel aus? Muss ich vielleicht da nochmal mit dem Brock reden, ganz unten? Eigenartig. Muspelhelm ist noch nicht mal so groß. Und eigentlich habe ich alles und jede Ecke gesehen. Aber ich habe keine Schlüssel gefunden. Gerne, hab geöffnet. Verstehe. Wolltest mir nur mal tief in die Augen sehen. Er sagt mir aber auch nichts. Das ist eigenartig. Da kommen wir her. Da können wir nirgends hin. So, hier gibt es aber auch nichts. Wie kann es sein, dass uns noch was fehlt, wenn wir doch 100% haben?
Ja, hier steht auch 100%. Müssen wir die Prüfungen hier noch einmal machen? Gesammelte Schlüssel 0 von 3. Okay. Prüfung 1 unmöglich. Schaden vermeiden. Ach du Scheiße. Da bleibt mir Gegner 20. Ich krieg Leben, obwohl ich generell Schaden vermeiden muss. Sag mir wann. Boah. Oh, ich wurde schon getroffen. Alter. Ja, das ist ja mies. Das brauchen wir jetzt nicht. Wenn du das sagst. Nochmal. Warum okay, nicht? Ich nehme es aber nicht auf. Ich werde es euch nur zeigen, wenn... Okay, da bin ich wieder. Das ist ganz schön heftig hier. Mit null Schaden das irgendwie hinzukriegen. Vorhin hatten mir noch 7 Gegner gefehlt. Dann wurde ich doch noch getroffen von Weitem mit einer Fernkampfattacke, die ich hatte hinter meinem Rücken. Gut, durch die Pfeile hätte man es sehen können, aber das ist einfach nur zu krass. Ich werde das irgendwann mal versuchen. Ich werde es jetzt nicht mehr aufnehmen. Beziehungsweise, ich werde es mal nebenbei irgendwann mal wieder spielen, aber ohne aufzunehmen. Und sobald ich die 3 Schlüssel habe, dann von mir aus, dann denke ich mir, ach komm, jetzt nimmst du es auf, um die letzte Prüfung zu zeigen und zu meistern. Aber ich höre jetzt hier auf. Ich muss noch andere Sachen aufnehmen, wie zum Beispiel Pokémon Tekken DX. Oder ganz neu, ich habe jetzt, oh gut, Mario Tennis Aces gekauft. Einfach mal ausprobieren, wer weiß. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt euren Spaß trotzdem gehabt und falls ihr alles einsammeln wollt, könnt ihr bei mir, wie gesagt, schauen. In der Beschreibung steht alles drin, wann, wo, was gefunden wird. Okay, eher wann was gefunden wird. Und dann müsst ihr halt das Video da anklicken und halt eben gucken, wo das da war. Und dann, ja, denn ich habe ja 100% jetzt. Also wenn ihr alles finden wollt, einfach bei mir gucken und gut ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit noch bei mir auf der YouTube-Seite. Und generell auf YouTube. Und das war God of War von 2018 auf der PlayStation 4. Auf Herausforderung bzw. auf schwer. Zu 100% abgeschlossen. Zumindest alles gefunden. Die Prüfung hier jetzt halt eben nicht. Aber das zählt da wohl nicht dazu. Und von daher, das war von Löher Gameless als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.